Jo, bin wieder da. Wo sonst gibt's nichts Interessantes hier, außer Licht. Wir bauen heute mal Japan weiter. Muss ja mal wieder sein hier. Japan, Japan. Na 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 na. So, ich habe wieder ein Gebäude gefunden, was ich gerne bauen würde. Allah, ich will es. Grafik speichern. Hoppla. So. Dass ich das Gebäude mal vor mir habe, was ich bauen will. So. Dann fangen wir mal an. Und fangen wir mal an wieder mit dem Gebäude. Hier. Plus. Also Bootsfahrt. Hier kommt der Eingang für die neue Achterbahn. Unterirdisch. Dann geht's rein ins Gebäude. Und dann. Ja. Dann da rausgeschossen. Und die Höhle hin.
Komplett Japan. War kein großes Gebiet, aber ich versuche mein Bestes, das so wunderschön hier umschlägelt. Das ist mein Plan. Aber erstmal baue ich mal das Gebäude. Na 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 na. So, mein Film braucht eine Form. Natürlich, wie immer. Haben wir ja nichts. Ich stelle gerade fest, ich habe noch bei meiner Form. Formen. Das jetzt schon. Oh, das ist ja ein. Ich hab. Exakt. Da. Mach jetzt erstmal das hier. Jetzt schnell, zapp, zapp, zapp. Uff. Ja, gut. Nein, Scheiße, das war zu weit. Oh. Oh, shit. Oh, verdammt. Weg damit, weg damit, weg damit. So muss ich die Steine erhöhen. So, weiter geht's. Mal schon in die Löcher runterfällt, das ist so gar nicht. So, dann lackieren wir mal das Ganze mal in braun. Ziegelstein. Das raus und ab geht's. Aufpassen, dass ich das da unten nicht. Ja, genau. Und mal die Steine, die brauche ich nicht. Oh, da haben wir das jetzt. Dann machen wir das hier weiter. Natürlich so angepasst werden hier. Das ist ein bisschen unrealistisch aus, ist bei mir nicht. Jetzt kriegen wir alles noch hin hier. Wenn wir es mal brauchen. Da ist irgendwo eine Lücke, wo mich gerade sowas ankratzt. Dose. So. Kriegen wir noch alles hin. So, haben wir mal das erledigt. Oh, shit. Das geht mal gar nicht, wenn man so reingucken kann. Ach, der ist so weit vorne. So, wunderbar.
Gibt's ja nicht. So schön ist hier. So, wie baue ich das Gebäude? Genau. Alles klar, also wir machen es jetzt so. Halt falsch. Auf diesen Balken. Müssen wir jetzt 1, 2. Auf, du Text. Geht auch wunderbar hier, flockig und geschmeidig. Wunderbar. So. Haben wir das erledigt. Dann nehmen wir die Formen. Holz und Weiß. Muss ich noch gucken, wo ich den Eingang rein mache. Alles nach dem anderen. Das macht das Ganze keinen Sinn. Oh, verdammt. Oder warte mal, ich bin gerade überlegen. Also auf jeden Fall machen wir das. Ich hoffe, wenn ich du Fenster baue. Ah, geht. Okay, alles klar. Ich muss das Gebäude mal angucken. Machen wir 4 Reihen hoch. Das ist jetzt vierte Reihe. Ich bin nicht enttäuscht. Ne, 4 Reihen. Gut. Oh. So. Verdammt. Ach, hier habe ich schon zu hoch gebaut. Hola. Alter, ist echt schwitzig heute. Warum? Ich kann mich nicht ausziehen. Das ist ein Holzschwitsch. Weil man ja nicht mit Twitch heult.
Dann, 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 Alter. So. Müssen wir uns bald mal genau angucken. Denn, 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 denn. Ja. Falsch platziert. So, haben wir das hier wieder? Na, immer drücke ich die Shift-Taste. Shift-Taste wollte ich nicht drücken. Bleib jetzt da an der Platz. Alter, der Park ist gerade in Bearbeitung. Bitte schneiden Sie später. So, da haben wir das. Müssen wir noch die setzen. Ein falsches. Ja. Na, komm her. Da hilft irgendjemand in meinen Park rum. Grün. Hi, Sushi. Nee, halt, ist die falsche Farbe. Das ist ja nicht mehr. Ziegel? Nein, wir nehmen wieder den Stein. Sushi, mir am Platz, falls du kommen willst. Ich muss gerade gucken, wie ich das baue, das Haus. Schmeiß deine Schwester weg. Also, du spielst mit deiner Schwester. Ah. Da 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 da
Sehr taktisch von mir, dass ich mich zubaue. Aber es ist sehr gut, dass ich so baue. Oh! Also, ja. Verdammt! So, wie hoch habe ich gebaut? Nachteil, wenn man nichts hinbaut. Muss ich leider hinbauen. Later. Sonst wird's nichts hier mit mir. So. Ja, du bist echt intelligent, mein Menschen. So, wie hoch habe ich gebaut? Nicht tun, meiste Balken. 1, 2, muss ich noch einen dritten Stein oben drauf setzen. Verdammt! Die Linken haben doch Anschluss, die wollen auch Steuern erhöhen, naja. Patzen, naja, scheiß Staat. So. Weiter geht's. Ah. Na klar kann es nie was werden. Nein! Die Linke wollen die Bundeswehr abschaffen, Alter. Ihr habt doch einen Schuss. So, also da haben wir das erledigt. Kann ich meine Schüsse leider wegmachen. Ja, sind die Linken auf dem falschen Weg. Ich will das jetzt fest, die Pfeifen. Oh, nee.
Eins. Ander Bein ist bis dahin gezogen, also muss ich dreimal hochfahren. Eins, eins, drei, eins, drei. Verdammt. So. Ich muss überlegen, wie ich das Dach baue. Du, 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 du. Nein. Scheiße, wenn ich da das Dach verlängere. Habe ich das übelste Problem? Kann ich die Leiste nicht dran machen? Ah, scheiß drauf. Hallo, guten Abend. Sorry. Mein Englisch ist bad. A little bit. Wegen Englisch. Water. I hate football. I'm not football fan. Football is for me rain. Warum kommen alle mit Fußball? Ich hasse Fußball wie Sau. Geht gar nicht, sprich vor. Automatisch nennt man das. Automatik nennt man das. Muss das Gebäude noch höher bauen. Wie mache ich das? Alles wieder abpropfen, auseinanderbauen.
Aha. Yeah. Hallo Pascal, hast keinen Bock mehr? Ach scheiße, die Rotation ist noch drin. Warte mal. Danke. Das verwirrt mich. Hab gedacht, jetzt könnte ich es bauen, aber doch nicht. Verdammt. Heute war Edelfrette. Ja, ich weiß, Pascal, was Eisen drüben steht. Kann auch lesen. Wow, da gibt's doch nichts. Was ich aber festgestellt habe, Katrin ist reisekrank. Da bin ich übelst gefreut darüber. Das ist richtig geil, reisekrank. Übelst gefreut. Das wird der Eingang für meine neue Achterbahn. Lässt du meine Zigaretten in Ruhe? Und mir scheißegal. Die hat mir von Donnerstag aus hier gehalten. Viel zu viel. Und gibt's heute was von dir? Kommst du eben bis. Du gehst jetzt fort. Jetzt um die Uhrzeit. Wie kann man. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so fortgehen um so eine Uhrzeit, wenn schon halber der Geburtstag vorbei ist? Dann mag ich keinen Bock mehr auf solche Gäste. Ich würde euch fortschicken. Danke für zu spät komme. Leckt mich am Arsch, Leute. Aber wirklich, mich würde es voll ankotze. Mein Geburtstag ist tagsüber. Aber nicht abends. Thank you.
Nö. Uhrzeit. Im gewissen Alter geht so abends nichts mehr los. Halt. Ist Feierabend, das ist Tuck. Nö. Ich bezahle den Eintritt komplett nett für die Hälfte. Nee, ist doch eh Kinder Geburtstag mit hatten. Ja, aber ganz ehrlich, um die Uhrzeit hätte ich jetzt keinen Bock verzugehen. Und als Gastgeber würde ich das fortschicken. Tschüss, war schön mit euch. Danke. Ach ja, lass die Geschenke noch da. Ja, ist doch so. Ah, Pascal hat ja gar nicht gesehen, wie weit mein Eingang ist. So. Wow, hast du schön angezogen zum Geburtstag, ja. Wow. Ey, das. Ja, ist halt cooles. Ach ja, mein neuer Radio ist jetzt auch eingebaut. Radio ist auch fertig. Hab nochmal ein Foto geschickt, wie ich ein halbes Auto auseinandergebaut habe. Uff, das krieg ich doch nie wieder zusammen. Doch. Nur das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ich wollte die Autofernbedienung dran kriegen, aber irgendwie. Beziehungsanleitung gelesen, ja, ciao, Baupläne angeguckt von Schaltkreis etc. Nirgendwo steht was Gescheites da, wie man das einklemmt. Nur größer als man braucht einen Adapter. Man braucht einen Adapter. Ich so, ja toll, für was braucht man einen Adapter? Wenn die drei Kabel sind, dann kann ich sie direkt doch anklemmen. Ja, muss mir halt demnächst halt ein Radioadapter kaufen. Meine Fernbedienung. Und nichtsdestotrotz. Geil, der Radio, Spotify dabei, Internet, kann in Facebook rein. Kann mein Handy auf mein Radio rüber klonen. Navi ist halt Maps. Bloß halt die Verarbeitung kommt mir richtig noch billig vor. Na gut, was verlangst du halt von einem 269 Euro Radio? Und auch ein No-Name noch dazu. Ich habe keinen Bock mehr, ein Radio so viel zu investieren. Wer weiß, wie lange ich noch das Auto rumfahre. Soll nur mich von A nach B bringen und die Funktion auch haben, was sie können. Hat was nochmal gekostet? Was hat er nochmal gekostet? Brauch für mein Fahrrad. Brauch noch ein Fahrrad. Guck mal, Pascal. Ich hab da noch was. Ja? Oh, da ist noch ein Fuffi. Ist alles für Frankreich. YouTube-Kanal muss auch laufen. So, das haben wir erledigt. Machen wir das Dach oben weiter. Ich mache das so mit System, so wie Dinge. Da komme ich nicht durcheinander, wo ich gerade war. Beste Idee. Man darf auch nicht in meine Nähe von meinem Park kommen. Das kriegt der Pascal Kotzreiz. Jo.
Da habe ich gepfuscht. Ich habe da gepfuscht. Geht damit. Alter Verwalter. Alles heute chillig her. Einfach mal die Leute begrüßen hier. Vlogs. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich es vorhabe mit dem Dach. Ansonsten habe ich ein... Hola, ich kann nur Deutsch. Ansonsten habe ich übelste Problem, wenn ich das nicht so hinkriege, wie ich es vorhabe. Ah, siehst du? Problem Nummer 1 schon erledigt. Alter. Nee, halt weg mit dir. Weg und weg. So. Pusht. Scheiße Fuscher. So, jetzt habe ich das Dach richtig. Kann man nur mit Minecraft mit seiner Schwester spielen? Viel schönere Spiele. Wieder der Welcome Back. Pascal, ja nicht in der Nähe von meinem Park kommen, ne? Das ist voll zugeballert. Mit Zielgazone, was willst du mit Mods? Wenn ihr Minecraft spielen wollt, richtig gescheit, spielt Lego. Jo. Ah, gestern vom Ungewetter habe ich gar nichts mitbekommen. Ich habe nur Richtung Odenwald geguckt, habe gesehen, dass du drüben blitzt. Mehr nicht. Kam nichts an. Sonst gibt's allgemein nichts. Gestern tat nur mein Arm fucking weh. Ansonsten zu berichten nichts. Nur euch mal so zu informieren. Also ich lebe noch. Hab nur gehört, dass die zweite Spritze den Rest geben kann. Also sprich, am 30.07. kommt meine zweite. Dann habe ich den Scheiß hinter mir. Dann muss ich 6 Wochen warten. 2 Wochen warten. Dann kann man sagen, safe. Weil das Lustige ist, Aufklärung. Beide Spritzen zusammen hat man 95% 95% geschützt. Ja, heute habe ich so einen Zeitungsbericht geguckt, da steht drin nur 85%. AstraZeneca hat man am meisten und sonst weiter. Denke ich mir, jo, das macht ja nur extra. Das ja die Ladenhüter, die wohl keine Sau nehmen will, Zeneca und Johnson & Johnson. Deswegen sagt er, die haben mehr Schutzimpfung und dafür die anderen weniger. Warum sind dann die anderen mehr gefragt?
Fufu hat die Kamera vorgestern an gehabt. Faszinierend, hä? Ein hübscher Junge. Den kann man auf jeden Fall saufen gehen, sag mal so. Aber nichts für mich. Ich stehe ja nicht auf Männer, also. Sorry. Aber das habe ich gesagt zu ihm. Und ich weiß auch, wie er heißt. Wisst ihr doch, dass ich nicht. Hallo, sonst würde ich ja nicht sagen, AG, Katrin und sonst so weiter. Achso, ja, das kann ja Tarnung sein. Fufu Sushi, nein. Den Namen kennst du. Den hast du schon. Den hörst du oft am Tag. Sehr, sehr oft sogar. Ah, Arschloch, nein, nicht Arschloch. Niklas, nein. Was hast du für einen Namen? Was saufst denn du, Pascal? Niklas, das ist ein Name, wo du sehr, sehr oft hörst. Also du persönlich sehr oft hörst. Naja, du bist ein Stubenhocker. Ihr wollt wissen, was ich für ein Haus baue. Ob das baue ich. So, genug gespoilert. Hast du voll die Ahnung? Ich glaube, wir müssen mal mit dir mal Japan-Tour machen. Und hier in Japan Sushi mitnehmen, dass ihr mal richtig Kultur in die Fresse kriegt. So richtig BAM! So, Fritz, BAM! Habe ich auch meine Leiter weggerissen, oder? Hat ja schon meine Leiter weggebaut. Ah, ja. Ich weiß aber warum. Tutenleiter. So, kann ich hochklettern. Nichts Interessantes. Hast wunderbar in dein Budget, ne? Oh, hoppla. Hä, wo hab ich das? Wird es auch mir angezeigt? Nee. Ah, deswegen habe ich das auf Facebook gespeichert. Das will ich auch noch irgendwie bauen. Scheiß 3D-Ansicht. Einfach nur ein Stück mal als Holzgestell. Das sind keine pink bemalte Bäume, das sind japanische Kirschbäume.
pink bemalte Bäume. Wenn man von Tun und Blasen keine Ahnung hat, fragt man Pascal. Der hat erst recht keine Ahnung von Tun und Blasen. So. Pascal weiß immer noch nicht, wie das Fufu heißt. Ich weiß, wie ich das mache. Jetzt habe ich's. Ha! Mann, bin ich geil. Ist mir gerade so eingefallen. Voila, und da stehe ich jetzt an einem Hindernis. Obwohl, es könnte, glaube ich, schon mal so ein Ballelement her. Vielleicht kriege ich das hin. So, wenn ich das so machen würde, das so nehmen und so runter und rüber. Ha, das geht! Wie geil. Problem gelöst. Muss ich bis dahin bauen? Da, so, bumm. Dö, 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 dö. Es geht. Es geht, wie ich will. Bam, bam, bam. So und so. Dö, 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 dö. Boah, ich freue mich auf Frankreich, was so für geiles Gerät kommt. Oh, geil. Den, 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 den. Den, 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 den. Ah, da unten fährt der Krüppel. Alter, es sieht schon von jetzt in Rohbau schon geil aus, finde ich. Kommt noch mehr hin. Und hast du dir schon Gedanken gemacht mit deinem Park? Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Oh, scheiße, ich hab gedreht. Verdammt! Ich darf nicht drehen. Darf nicht drehen.
Und hat dann Pascal jetzt Soundshock, was für Musik bei mir im Park läuft. Achso. Alter, sieht es aus geil aus. Ist der Eingang zu die neue Achterbahn. Dann. Aber es ist ein Keulen. So, jetzt brauche ich nur noch Formen für das hier, für das da oben. Mal gucken, ob ich überhaupt solche Formen finde. Ja, kannst machen. Geld hast ja genügend. Ich habe das Dach nicht rausgezogen. Ach, Scheiße. Ah, nee, da würde ich nur mache ich eine kleine Dachkanne hin. Da ist er noch. So. Alter, ja, da kann man sich ja. Es ist auch zu grün? Nee, das ist dunkelgrün. Okay. Holz.
Alter, es ist so flimmernd, nur wenn man so viel. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Komm nicht vorbei. Nee. Nee, Quatsch. So. Wie mache ich das da oben? Mache ich das am besten? Ich hab mir mal so eine fucking Latte. Jetzt erstmal durch hier. Ach Scheiße, die kann ich nicht reinziehen. Oh, verdammt. Was nehme ich denn Form? Ich kann das nicht so machen, wie ich will. Das ist doof. Ein länglicher Vierkant. Der. Oder gibt es noch einen anderen? Der sieht schon eher aus. Stell dich mal dahin. So. Muss ich jetzt denn so nehmen? Rotation. 45 Grad. So, das ist denn für Sau. So, hoch damit. Rein damit. Mache ich das noch auf halb. Halb Snapping drin, okay. Geh. Muss ich ein bisschen rausziehen. Guck, da wäre schon mein erster Fehler. Eieieiei. Außer auch den Gaudi-Viertel, Pascal. Hey. So, warte mal, wie mache ich das mit den Balken da unten? Sieht doch eigentlich recht gut aus. So.
Dann ziehe ich mal, gehe ich mal eine Etage weiter runter. Blup. Und bist du? Komm her. Runter mit dir, du Drecksklotz. Halt, nee, das mach ich noch nicht. Zieh den Balken erstmal so rüber. Gibt einen Grund, warum ich den so setze. Ah, jetzt kann ich nur weiter. Ah, und stimmt. Hopp, hopp. Hätte ich eigentlich das so machen können. Scheißegal. Wenn der Stein so gedreht wurde oder so. Hä? Ah, ich habe ihn falsch platziert, die Drecksau. Weg mit dir. Ich bin falsch platziert. Scheiße. Jetzt wieder hoch mit mir. Egal, ich krieg's ja so hin. Klar wäre es halt oben viel geschickter. Klar wäre es oben geschickter. Und die Kacke dann anzumalen.
Da fällt so nah auf die Straße, ne? Das ist falsch. Ah, das war schon. War ja doch richtig rum. So. Oh Mann. Jetzt. So. Mehr. Warte mal, ich habe was Besseres vor.
So, wieder da. Weißt du, was Geiles mitgenommen habe aus aus der Heimat? Das gibt's eigentlich immer zu gewissen Anlass, wo einmal im Jahr ist, 10 Tage lang. Aber man kann es seit neuestem jetzt auch in Flaschen kaufen. Ganz immer, jeden Tag. Und zwar, und auch ein schönes Etikett. Na, mal gucken, ob ihr es seht. Ah, guck mal da. Dann machen wir es ein bisschen runter, oder? Ein Riesenrad. Ein Kettenflieger. Jo. Festbier, nein, von der Mildenberger Michaelsmesse. Und es hat noch einen Stöpsel. Aber ich hoffe mal, das ist. Wurde schon nicht auf. Es war dasselbe Bier, wo ich aufgemacht habe und es hat angefangen zu schäumen. Ja. So. Sag mal. Prost. Was ballert denn heute rein, ja? Herrlich. Wenn es schon keine Kirmes gibt, dann muss man die Kirmes erholen. Oder? Wenn es schon keine Kirmes gibt, muss man das Bier herholen. Ja, ist das so? Das Bier gehört so fest. Das Bier ist stärker als normales Bier. Es wurde eigentlich immer nur gebraut, wenn die Michaelsmesse stattfindet. Aber dann, weil die Anfrage zu hoch war, hat dann Faust halt gedacht, okay, dann bringen wir das Festbier auch so raus. So, wunderbar. Überall habe ich sie nicht drin gemacht. Gott sei Dank gucke ich mein Haus ja auch an. So. Upsala. Du, 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 du. Oh. Ach, steht da. So. Jetzt habe ich es komplett. Hoppla, Entschuldigung. Bäuerle. Theoretisch muss ich jetzt hinten nochmal eine Strebe reinmachen. Aber, warte mal, geht es auch so? Nee, halt, ich muss so. Komm her! Nee. Trinkst du fast her. Also muss ich dann noch so Pfosten außenrum ziehen und die Dachkante verlängern. Aber von außen sieht es doch schon mal top aus. Jetzt müsste ich theoretisch nur alle braunen Balken anmalen. Dann muss ich noch kleine Fenster hinzufügen. Also es sieht schon verdammt sehr gut aus. Nicht wie das Originale, ne? Wenn man so macht. Warte mal, hier.
Und hier. Aber es sieht schon mal gut aus. Für Roblox. Das ist perfekt. Perfekt. Also. Kann man nichts sagen, ne? Also ich finde es gut. Wir können ja noch mehr machen. Kommt ja noch mehr Details ran. Dann kann man sagen, jo. Vielleicht mache ich wieder so Bilder hin, so Figuren, dass man die Figuren da oben an der Dachkante drauf sind. Können wir auch machen. Auf jeden Fall machen wir das so. Da kommt auch noch ein kleines Gebäudchen hin. Eine kleine Bootsfahrt außenrum. Und wie gesagt, hier kommt dann ein Berg hin, wo dann der Flying Coaster rauskommt. Rausgeschossen. Mit einem Lounge. Man soll dann noch dazwischen durch die beiden Gebäude durchfahren. Mit einer Schraube. Und dann da mal unter die Erde rauskommen und dann da wieder raus. Um die Kurve hier rum, dann da. Soll eine schöne, geschmeidige Achterbahn werden. Mal gucken, wie wir das machen. Deshalb baue ich mal durch grob halt. Wie gesagt, das ist halt der Eingang. Ist halt noch nicht fertig. Alles noch im Bau. Für Roblox. Baukunst, sehr gut. Da gefällt mir immer noch nicht. Da muss ich noch einen Balken reinmachen, Querbalken. Aber ich wurde schon gelobt für den Eingang. Das ist schon mal das Wichtigste, dass ich gelobt wurde. Hat mich ja gefreut. Ah, da, Speed Ride. Oh. Pascal, wo steht Pascal sein Park? Da ist sein Park. Oh, was ist denn das im Park? Mal gucken. Boom. Okay, je näher man an den Park kommt, desto schlechter sieht er aus. Alter, wie kann man so die Lichter einstellen? Das. Boah. Boah, wie ekelhaft. Boah, wie schlecht. So Schneekanonen mache ich auch hin. Aber es soll dann die Kirschblüten, also rosa Dinger, auch Kirschblüten runterfallen. Das sieht richtig geil aus. Das habe ich vor. So Kirschblüten rieselt. Gehen wir zum Pascal. Ah, also. Ah, der klotzte, hä? Der klotzte. Gehen wir mal zu Pascal, mal gucken, was da Schönes baut. Was baust denn du da? Achso, das sind deine Fahnen immer noch. Gott, dein Eingang steht ja immer noch. Der bleibt doch. Ich habe gedacht, du bleibst, baust alle den Eingang von Trips Drill. Die Farben kommen noch. Ah, sehr gut. Hast du unten freigelassen. Gut, gut, gut. Was wieder aus dem Blick, wenn. Achso, ja, du hast kein Ding. Kollisionsfrei. Schade. Der Schluck war gerade ekelhaft. Du.
Boah! Also, ich gehe mal wieder rüber. Ich lasse mich mal überraschen, was das Studiumspaus. Oh, Entschuldigung. Ich bin ja noch mit meinem Gebäude beschäftigt. Wenn ich jetzt zu faul wäre, die Halle mal fertig zu bauen. Nee, lieber baut der Thomas ja draußen weiter. Ja, Thomas baut lieber draußen weiter. So, ich baue jetzt mal da unten erstmal die Querbalken runter. Wir wollen ja, dass das Haus stabil bleibt. Ist zwar auf dem Foto nicht zu ersehen, sehbar, ob da auch solche Balken drin sind. Aber ich... Soll ich solche große Dinger drunter bauen? Ja, theoretisch ja. Würde ich sagen, ja. Oh, da habe ich ja was vergessen zu bauen. Eieiei, böser Thomas. Mach die große Dünger drunter. Thomas Balken vergessen drunter zu bauen. Oh, Marcel hat es hergefunden. Videos edited by Videos copyright by Speedride. So. Mal schon die drunter. So, sieht schon besser aus. Hoppla, hoppla. Geländewagen, Thomas, ist unterwegs. Was willst du? Das ist im Parkbereich, du Tricksack. Da, 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 da. Thomas, da guckt doch keiner unten drunter, dass so nichts ist. Alter Maul, ja. Das muss so sein. Guck, da habe ich drunter gesetzt. Alter, das sieht so geil aus, wenn die Sonne. Sie hat sich echt Mühe gegeben, dass endlich mal die Grafik geiler ist. Oh, der Thomas einfach so ein fettes Haus hin. Halt den Balken, kann ich auch gelöschen. Weg mit dir. Oder Thomas einfach so ein Häuschen hin. Bin gespannt, das ist noch weiter. So muss es auch sein, meine Damen und Herren. Es muss einfach geil sein. Oder was meint ihr? Kann man auch so bauen. Ah, scheiße, ich muss mal Quest gucken. Ah, ich hab Quest fertig. Es war Quest. Lieber Pascal, haben Sie nur schon nachgeschaut, ob man meine Stream-Hero-Karten kaufen kann? Weil laut Stream-Hero, ja.
Doch, man kann jetzt ein Stream Hero Album kaufen. Ah, leck mich fett für 57. Ein Sammelalbum mit 10 Ordnerseiten. Nur mal so als Info. Teile deinen Kartenkauf als Alert im Stream. Achso. Soll ich das absenden? Bei dir wird nur das Album angezeigt. Das ist schon mal schwul. Ich glaube, du musst echt mal anrufen, was die Scheiße soll. Warum man meine Karten nicht kaufen kann. Irgendwie fühle ich mich diskriminiert. Oder geht es nur, wenn ich Partner bin? Twitch-Partner, da kann man meine Karten kaufen. Das ist ein bisschen... Hauptsache, die großen Streamer kann man ihre scheiß Karten kaufen. Wie soll man sonst mich unterstützen? Sexladen. Upsala. Muss man nicht verstehen. Einmal Kategorie, Depot, maximal Transfer. Streams, was für Streams sind gerade online, dass du weiter Karten sammeln kann. Na, guck mal da weiter, sammle ich da die Karten weiter. Spring Break, live aus. Ah, live schon 12 Stunden. Egal. Guck mal, da hauen uns einfach so 10er-Abo raus und sonst was. Fühl mich diskriminiert. Ja, wer will schon bei mir? So, bauen wir mein Häuschen weiter. Das geht ja nicht so, so wie ich feststelle. Weil wenn ich den Balken nehme... Ist der Balken innerhalb oder außerhalb? Gucken wir mal. Außerhalb. So, warte mal, ich muss das Häuschen wieder herholen. Okay. Okay, dann muss ich es so machen. Ah, Mann. Falsche Taste gedrückt. Ich hasse das, wenn ich immer die F-Taste drücke. So. Dann machen wir den Balken wieder weg. Weg. Ich bin allein. Nehme ich den Balken, zieh rüber, hau den dahin. Mhm. Dann nehme ich den Balken, schieb den da rüber, hau ihn dahin. Zieh den rüber, falls trocke. Ja, da steht er schon mal richtig. Da bauen wir hin und da bauen wir hin. Dann nehmen wir diesen Balken, ziehen den darüber, bauen hin. Jedoch ist das nicht alles. Hätte da noch weitermachen können. Hier und da.
Jo, so kann man es machen. Machen wir das mit den Balken hier auch. Dendo, ziehen den rüber, dahin, gegen die Wand, hin und hin. So, dann nehmen wir den Balken, den dahin, dahin, dahin und dahin. Voila, habe ich die eine Seite fertig. Jedoch zieh mal den Balken mal hoch. Ach, guck mal da. Ist ja gleich schon auf den richtigen Platz. Nicht. Weit unten. Hoch mit dir, ich seh dich nicht. So ist er richtig. Wegehaft ist das scheiß Kamera. So. Ich will denn. Es geht darum, wenn ich den Balken so nehme, weil die Fläche auf der anderen Seite ist und ich will halt nicht, dass er mir dann sagt, es geht nicht, weil da zu viele Bauelemente im Weg sind. Wie bei den anderen Gebäuden. Es wäre halt nicht so cool, wenn es genau der Fehler wäre. Was? Es schneit wieder? Was? Alter, ist der falsche Balken, den ich gerade genommen habe. Gestern hat es geschneit? Bei dir? Nee, ein Lebe, glaube ich nicht. Alter, was war das für ein mega Lag? Nein! Verdammt! Scheiße.
Ist keiner Hertraut. Ja, ich guck's mir dann an. Also wenn man so bedenkt, ich bin eine Seite fertig. Eine Seite habe ich schon mal fertig. Auf, komm jetzt her, stell dich nicht so an. Muss ich mir echt leider hinbauen, dass ich hochklettern kann, alles anmalen kann. Oh, verdammt. Ha! Ich hab's getroffen. Bin ich geil. Hab ich jetzt drüben. Ah, da fehlt noch einer. So, wunderbar. Wunderbar. Habe ich bald mal das komplette Haus fertig. Vielleicht ist es kein Schnee, sondern nur Asche vom Vulkan. Der war schlecht. Scheiße. Ah, falsch. So, SEG. Hab ich. Sollen wir denn EG? Schon immer so detailverliebt ist, so ein Scheiß Aufwand macht. Welcher Vulkan? Ja, genau, welcher Vulkan? Der Ätna? Jetzt google Pascal nach, wo ist der Ätna? Ah,
stelle ich jetzt gerade fest, ich habe da noch was vergessen. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho, ho. Oh. Na, alle ab und alle ab. So, jeder fehlt mir noch diese Seite. Rüber. Hoch damit. In. Dann nochmal. Rüber. Hoch. Hin. Und hin. Jetzt müsste ich komplett haben. Jo. Sieht auch schon perfekt aus, ja, das Häuschen. Dann muss ich da theoretisch noch hoch. Die Balken anmalen. Was auch dann lustig wird. Ja, so dunkle Farbe, oder? Wird richtig. Oh, das war ja klar. Das war sowas von klar. Naja, theoretisch kann ich das sonst so machen. Na, wäre am perfektesten, wenn ich doch die da unten auch in Dunkel mache. Dass alles in selbe Farbe ist. Welche Farbe bist du? Die Farbe. Okay. Man will das nicht anmalen, ja. Hallo? Da ist Balken, ja. Das ist echt zum Kotzen, alles anzumalen. Ah. Was will man sonst? Machen wir das halt. Thank you.
So, jetzt habe ich die alle lackiert. Nee, keine Zeit für Google. Achso, ja, da war ja was. Das ist so eine scheiß Idee. Warum habe ich die nicht gleich so gemacht in der Farbe, wie ich es brauche? Hätte ich das schon längst erledigt gehabt. Ah, jetzt kann ich es so machen. Man alles immer perfekt machen will. So schlimm. Glaubt mir, macht den Scheiß nicht. Oh, fuck her. Naja, die Wand kann man eh ummalen. Also von da an. Jetzt, wo es dunkel ist, ist es noch beschissener zu malen. Ja, jetzt habe ich da oben was angemalt. Auf. Verdammt! Ah, oh, da kriegt man das Kotzen. Ich bin mehr mit Ausbessern beschäftigt, als das mit was anderem. So, jetzt habe ich unten fertig. Also, jetzt machen wir so. So, wo habe ich noch gepfuscht? Da habe ich gepfuscht. Wo habe ich noch gepfuscht? Ist alles in Ordnung, so wie es aussieht. Es ist schon mal gut. Gut. So, dann rette ich das da unten, dass alles hier in Ordnung aussieht. Dann baue ich meine Leiter hin, dann gehe ich hoch. So. Jetzt noch das Dach. So. Also habe ich jetzt hier unten fertig. So, Leiter. Ah, da war was. Kann die leider nicht so hinbauen. So, meine Damen und Herren, wir tun ein bisschen wieder rausholen und machen so. Gehen wir mal hoch. Jetzt geht's oben weiter. Weil es so schön war. Da, 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 da.
Wunderbar, ja. So muss das sein. Und Pascal, klatsch mit deinem Umbau. Oder verfluchst du jetzt schon? Scheiße, warum? Oh! Oh! Der Thomas hat hier gefuscht. So. Ja, oder verfluchst du gerade, warum habe ich es nicht? Kollisionsdeaktivierung, verdammt. Römisch. Wow. Verdammt, schon wieder. Es ist ein Dreck. Wenn man das so perfekt haben will, ne? Ich komme dann mal vorbei und schaue deinen Park mal an. Also wie der jetzt dann aussieht. Aber trotzdem, teilweise tust du dich dann ärgern, warum habe ich Kollision-Deaktivierung noch nicht? Boah, das gibt's doch nicht. Drecks. Dreck! Ah, oh, leck! Ich mal's dann nochmal wieder. Echt so. Zap, 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 zap. Ohne fertig. Wow. Gott sei Dank habe ich leider hingebaut. Bop, oh. So, ich brauche meine Pedette. Hoch damit. Rüber. Oh. Genau, du kannst sie bauen. So. Ich brauche wieder meinen Pinsel. Wo ist denn der? Ist er einfach nur an meinem Park vorbeigefahren oder was? Nur zum Erkunden, ob da jemand steht. So, wir mal hoch. Die letzten werden die besten sein. Ich mache aber so, weil es mir so blöd wird. Ups. Habe ich den wenigstens hinter mir. Und das Weiße umzulackieren geht schnell. Ah, Gott, komm. So. Wenn man nur wegen einer Attraktion so einen Scheißturm baut, Herr. Ich hab echt eine Macke. Oder was findet ihr? Geil oder nicht geil?
Da können wir jetzt so Abstimmung machen. Ne, stimmt ab. Wie findet ihr diesen Eingang für die neue, für den neuen Fachgeschäft? So. Ah ja. Wenn man angeben will, ne? Vor allem kommen dann meine Skills wieder. Das ist ein Tunnelbau aus Berg. Aber teilweise finde ich das schon hässlich, dass es genau wegen mein, neben meiner Halle ist. Es sieht so einfach reingequetscht aus. Wie spiele ich mir hin? Einfach so, so, da passt, du stehst drin, fertig. Der Olli wird, ich gebe dem Olli immer Fotos, dass er sieht, wie mein Park sich verändert. Siehst mal, wie nett ich bin. Also der Olli auch immer auf up to date ist. So, jetzt bin ich am überlegen, wie ich diese... Also, warte mal. Scroll mal raus. Da ist das Gebäude. Da ist das. Jetzt ist die Frage, wie mache ich... Also, die... Das Schwarze, was hier ist, ja, Vierteldachkante. Zierleiste, sag ich mal. Die baue ich auch hin. Da sieht es ein bisschen... wieder ein Stück anders aus. Aber ich glaube, das hier, das Weiße hier und das hier mache ich nicht hin, aber das hier willst du oben schon machen. Das sieht so lieblos aus. Mal schauen, wie ich das mache. Denn braune Balken habe ich schon auch drin. Ja, das sieht man ja hier. Oh, da habe ich gefuscht. Na, 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 na. So. Jo. Dann bauen wir noch. Die weißen Holzbalken kommen auch noch hin. Aber die Frage ist, wie mache ich das Fenster? Ich habe scheiß Brandblaser an meinen Finger. Auf jeden Fall weiß der Bescheid, was ich so baue. Immer diese Raubkopierer. Verlauen klauen. So, schau mal weiter, was hier so in meiner Nähe ist. Nachbarn anschauen. Nichts mehr habe ich hier noch frei. Da ist keine Sau da. Das ist ein Anfängerpark, wie man sieht, ne? Das ist wahrscheinlich der, wo 43 oder 44, nein, eher 43. Das ist der, wahrscheinlich der hier, wenn ich mich nicht täusche. Achtung. Ha! Das ist der da unten gewesen. Alles klar. So, das ist Pascali. Da ist er! Da ist er! Da ist er, jo! Der Lucky Sky Dog. Ach Gott. Hi, Lucky. Finde den Park einfach geil. Kann man einen drauf keulen. Aber ich glaube, der hat da schon angesehen, wie ich weit bin. Was hat er da genommen? Weil die so schön Form. Ah, Dreieck ein bisschen hoch und dann hat er die drauf gesetzt. Ah, du Schlawiner. Guck, da hat er so Schneekanone und der Loch ist drunter. Ne.
Lucky antwortet nicht. Aber ich finde es brachial, ich finde es cool. Na Pascal, komm mal her und renn mal einmal da durch. Du hast Zeit, stell dich nicht an, du Mädchen. Auch römisch. Hm, sieht sehr römisch aus. Ist noch so gewollt, das hier? Ah, das war deine Holzachterbahn, wo hier stand. Steht er mit seinem Prachtpark, ne, genau neben meinem Prachtpark. Na gut, er denkt sich, hoch. Ach, das, was der baut, kann ich auch bauen. Hoch mit mir! Lucky antwortet nicht. Lucky ist wahrscheinlich. AFK. Mein Fuß juckt. Schon irgendwie mit dem Fuß kratzen. So. Also, so, jetzt haben wir das hier. Wie gehen wir voran? Wir nehmen. Mal gucken, mal schauen. Requisit. Nee. Wenn. Das hier. Das kann man knicken. Den kann man schon nehmen. Der guckt schon raus. Den könnte man nehmen. Ja, den kann man nehmen, den Balken. Der lügt doch nicht so rum. Das ist außerhalb deines Parkes. Bla bla bla. Lügnet. Lügenpresse. Guck da schon wieder. Oh, ich Arschloch. Wenn ich das wieder anmale, dann verrutsche ich wieder. Aussehen. Ach, Plastik. Das ist schon mal geflogen. Warum habe ich das aus Plastik gemacht und nicht als Holz? Oder beziehungsweise... Nee, wir lassen das in Plastik. So, aber... Das war mein Holz. Holz, Holz, Holz. Bretter. Ja. Machen wir schon in Holz. Wenn dann richtig.
Jo, so Mamas. Genau, oh, falsche Taste. Ich es immer hasse, wenn ich die falsche Taste drücke. Ja, ich weiß, kann ich nicht hinbauen. Ja, ich weiß. Mein Gott, ja, so eine Pinskosche. Das ist nicht in der Park. Ich kann echt wieder denken, ich klaue gerade die Idee. So eine Scheiße. Alles auch zum Kotzen. Mit der scheiß Kameraperspektive. Geht echt ein auf die Nüsse. Boah, ja, ich weiß, es ist nicht in meinem Park. So, ist gut. Gehen wir weiter hoch. Bauen um weiter. Wow. Textladen. Oh ja, leck. Dann machen wir halt so, wenn es nicht will. Wenn der am Rumheulen ist. Ja, danke, Pascal. Aber das Gebäude kommt immer mehr zur Geltung, ne? Wenn mehr Details dran kommen. Sieht es nicht so lieblos aus. Zap, 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 zap. So, da haben wir das unten hier fertig. Ich muss gucken. Okay, muss so und da ist der Ballen, genau. Oh, mein Handy hat sich gerade verabschiedet. Sehr schön. Nice. Handy laden. Dum da dum 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 da da dum da dum da da dum dum. Mich regt gerade so innerlich echt die Dachkanne auf. Es ist echt wohl nicht so.
Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich mache das aber nicht so wie auf dem Foto. Ich glaube, ich mache wieder auf schwarz. Oder soll ich es braun machen? Ich glaube, braun kommt auch sehr cool rüber. Ich hole mal so eine Dachschräge. Ach. Du, 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 du. So. Hier ist die Dachschräge. Komm her. Setz dich jetzt irgendwo hin. Wenn du nicht auf die Nüsse gehst, setz ich dich mal hoch. Komm her. Sei eine brave Dachrinne. Dachkante. Deshalb mache ich mal in dieser Farbe hin. So, also die Farbe lasse ich nicht. So, jedoch setze ich auch gleich okay, das geht nicht. Die Farbe So. Die. Mal die her. Brauche ich die andere Dachkanne, alles klar. Doch, halt, ich kann es so machen. So, jetzt brauche ich die Steile. Da ist sie. Ja, ich guck da mal an. Mir nimmt es auch Gestalt an. So. Der hier war's. Das ist der hier, der ist der Stein. Boah, es leckt. Ah, Lucky ist gegangen. Was? Nee, das ist. Die hier. Die Dachecke. So, jedoch will ich jetzt mal sehen, wie das aussehen, kopieren, Stein, braun. Oder? Was kommt besser zur Geltung? Die Farbe oder? Die hier. Dunkelgrün oder braun?
Dunkelgrün. Was sagt Sushi? Wenn Sushi da ist, auch. Okay, ihr habt mich überredet. Ihr habt mich überredet. Wenn wir schon dabei sind, können wir gleich alles. Ich hier. Oh, da muss ich aber das Weiß reinkriegen. Das sieht so furchtbar aus. Dann mache ich mal die Rinne dran. So, da habe ich das erledigt. Hinsetzen, 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 hinsetzen und hinsetzen. Wo sind immer die Freizeitpark-Fans, wenn man die in Chat braucht? Nido. Wo sie ist. Ganz einfach. So, da habe ich das Dach fertig. Jetzt muss ich den anderen Stein kopieren. Da ist der. Ja, das ist der nicht. Das ist der da. Ziehe ich dann gleich rüber. Natürlich. So, hol mal den Pinsel raus. Pinsel. Der Dachschräge lasse ich mir was einfallen da oben. Der Weiße. Ah, perfekt. Jetzt wird es lustig. Ich mache erstmal die Kanten alle.
Na, dank meiner Vorarbeit, was ich in Sockelshow hingebaut habe und so pro Platzeinteilung immer Vorteil. Oh, ja, voll gepasst, passend zum Ding. Danke, Vicky. Soos. Soos oder SOS. Für deinen Follow. Und herzlich willkommen bei uns. Wir tun heute nur erstmal so dekorieren. Ach, hab ich schon gemacht. Einfach mal so So, jetzt muss ich. Das ist echt doof, dass ich diese Dachkanne nehmen muss. Hä? Ach, wie doof ist das denn? Danke. Das ist ja mal richtig. Geht das so? Nee, das geht nicht. Muss ich den blöden Stein nehmen. Wie doof ist das denn? Ja, ist mein Little Japan hier. Ist voll die Aktion, das zu bauen. Mein neuer Themenlandschaft bauen will. Aber das macht man halt, wenn man es schön haben will. Ah, war ja klar. Zeitaufwendig ohne Ende, aber sieht danach schön aus. Und das Gute ist, dass man ja das Kollision-Deaktivierung hat. Achso, ja. Das ist so ein Aufwand. Warum mache ich denn? Warum mache ich das? Muss ich auch den blöden Stein doch auch hinsetzen, das ist noch nerviger. Ach, da habe ich schon. Gut, jetzt muss ich den Stein kopieren. So. Auf, komm. Geht doch. Wunderbar.
Ja, wenn sie mich noch da oben den Dachgiebel fertig machen lässt, dann gerne. Dann komme ich bei dir vorbeigeschneit. Also sprich auch noch die kleinen Kanten hinmache, als das natürlich ist Aggression. Und dann kann ich erstmal mal Tapetenwechsel gebrauchen. So, jetzt habe ich die komplette Runde fertig. Das heißt, jetzt brauche ich denn da. Ja, ist der falsche. Ich brauche hier verschiedene von deiner Dinge. Alec. Egal, gut, dann machen wir es so. Ich wollte nicht drehen. Muss ich halt mehrmals ums Haus rennen, aber ist halt so. Muss ich 3 Runden machen ums Haus. So, jetzt habe ich gleich die erste Runde. Dann habe ich das erste, dann brauche ich die andere. Aje. So, jetzt war die erste Runde. Jetzt brauche ich den anderen. So, jetzt habe ich den. So. Alter, ey. Da wird man echt schugge. La 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 la. Hab ich den jetzt gedreht? Ja, da habe ich gedreht. Hab ich jetzt? Jo, das war die erste Runde, zweite Runde. Jetzt kommt der letzte Stein. Hä, wo ist er denn? Ach, ich habe ihn falsch platziert, alles klar. Hä? Okay. Der geht anscheinend nicht so, wie ich will. Verdammt.
kriegt er nur so hin, wenn ich manuell reinschiebe. Das ist mal zum Kotzen. Mach mal halt. Ist halt so. Vorteil ist, wenn ich eine Höhe angepasst habe, dann geht es alles von alleine. Geht das alles von allein? Na. So wie es aussieht, habe ich es jetzt oben erledigt. Jo, sehr schön. Mache ich sicherheitshalber den wieder rein. Bevor ich da wieder rumschiebe und dann passt es wieder von vorne halt. Jetzt tue ich mal das kopieren, mache die Ecken noch und dann komme ich rüber zu dir, Pascal. Und Vicky, klappt's, läuft's. Ist faszinierend, so in Details zu bauen. Ja, sieht's geil aus. Ballon. So, also da haben wir das erledigt, kurz. Looky, looky, I'm looking for the freedom. Da das Amasi ist, was ich baue. Wo habe ich das Foto? Hier. Das ist ein schöner, kleines Aufwand, so zu bauen. Aber ich glaube, das mache ich auch so. Ich nehme stinknormale Bäume, mal's pink an. Dann habe ich wenigstens Kirschbäume. Mal sonst sowas bauen. So, Foto wieder rüber. Jo, gehen wir zu Pascal. Zap. Hallo, Leo, Holiday Park. Oh, nackt bei mir. Da vorne ist ja der Rollstuhlfahrer. Jo, was gibt's? Toilette. Ja. Kein Mülleimer. Ja. Ja. Na, die kommen noch. Oh, meine Schulter. Ja, Hals. Das ist im Bau. Okay. Dann schieß los. Was willst du gerne wissen? Wie findest du bis jetzt? Also als für Nicht-Kollisionsaktivierung eigentlich gut. Vor allem das hier. Die Dachschrägen finde ich cool. Und das da, dass das ein Flachdach ist. Also dass alle Häuser nicht einheitlich sind. Also nicht, dass sie alle so im gleichmäßig aussehen, so rum. Die sind schon unterschiedlich. Aber man kann schon da, ab hier, du meinst, du hast Kollision, Deaktivierung, aber nee, hast nicht. Du bist ja noch im Bau.
Das heißt, ja. Ja, gut. Der Stuhl, dass er auf der Seite ist, finde ich ein bisschen blöd. Aber Ansichtssache. Und das Geschäft, und was für ein Geschäft könnte ich jetzt noch machen als Fahrgeschäft? Als Fahrgeschäft. Also mir kommt es eher vor, als wäre das eher wie Japan. Italien. Oder? Sieht auch teilweise aus wie Italien. Beziehungsweise südländisch. Zu Südland. Entweder der Watercoaster oder nee, eher ein Zielcoaster wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Also der Hybrid-Holz-Achterbahn. Warum? Das Ding ist doch ein Holz. Beides sind ja Achterbahnen. Aber so allgemein kann man schon so irgendeine Achterbahn nehmen, das wo so Ding passt. Also. Ja. Naja, wilde Maus nicht. Ich würde schon eine Achterbahn nehmen, die wo zum südländisch passt. Sommer. Muss bedenken. Sommer. Das passt zu Sommer. Wasser. Also die Achterbahn, was ich in meine Halle eingebaut habe, wo noch nicht geöffnet ist. Watercoaster. Watercoaster ist ja eine Mischung zwischen Achterbahn und Wasserbahn. Ja, aber. Nee, wenn dann Disco Surf passt, schon, ja. Wenn man so Berge außenrum bauen kann, das geht halt nur mit Ding. Dass man die Schiene nicht sieht, dass es genau auf dem Berg rumfährt. So wie Wiki jetzt aussieht, ne? Also es ist ein Holiday Park. Dass es ein Bett ist. Es geht halt nur mit Kollision. Ja. Ich könnte ja mal Wiki zeigen, wie mein Park von innen, wie meine Halle aussieht. Also die eine. Weil der sieht ja bei mir halt lieblos aus. Na, lieblos nicht, das passt schon. So eine Stadt. Pascal muss halt doch sparen. Kollision, Deaktivierung. Ja. Montag. Kannst du auch morgens und Sonntag zu Tanke. Tanke hat auch sonntags offen. Oder bei dir nicht in Mutterstadt, hä?
Nein, bei mir ist ja der Disco-Surf so lieblos so. Upp. Wo ist mein Disco-Surf? Passt ja zu Two-Face, wenn man so nimmt, ne? Ja, passt halt zu Batman, Joker, zu Gotham City. Gotham City. Okay, Batman. Das hat mich einmal aufgeregt. Diese scheiß Lampe. Wenn der Coaster immer vorbeikommt, fährt er voll durch eine scheiß Lampe. Nein, weg mit dir. Stell dich dort, Ribi. Wir sind nicht mehr im Weg. So, und du verpisst dich. So. Obwohl, kann ich gleich die Lampe auch wegmachen. Weg damit. Ist halt hier ein dunkles Loch, ist mir scheißegal. Oder ist jetzt die Lampe hier hin. So, mach die weg. Fertig. Ich wäre ein bisschen zufrieden. Das war so die ganze Zeit ein Dorn in mein Auge, die scheiß Lampe. Harley Quinn schaukelt immer noch vor Freude rum. Muss mal gucken, was sie überhaupt sagen. Statistik. Gedanken. Extrem billig. Dann lass ich halt billig, dass er die fährt. Ganz einfach. Sonst fällt ja gar nichts. Er fährt gerade. Ah, da oben. Joker fährt gerade. So, eine Neonröhre ist auch innen drin weg. Und da ist ah! Ah! Du Schwein. Halt das Bank. Aber das geht mal gar nicht. Stehen schon so viele Abfalleimer rum. Nee, warte mal, ich sitze doch durch. Obwohl, nee, das sieht so hässlich aus. Schweinerei, Drecksladen. Regt einen auf. Sitzt einfach doch einfach ran. Ah ja, ich muss mir meinen Park begutachten. Catwoman. Ganz klassisch. Slingshot. Boah, nee. Tricks, Leute. Es geht doch nicht. Könnt doch nicht meinen Parker versauen. Hab schon so viele Abfalleimer rumstehen und ihr kotzt. Boah, das geht's mich an. Da hinten sieht es gut aus. Wenigstens habe ich so wirklich mal Abfalleimer. Da ist da kein Drecksloch mehr. Und tun sie komischerweise nicht einsauen, die Zecke. Alter, das ist brutal, dass die Neonröhre so rot ballern. Gucken wir mal da hinten rein. Sieht doch gut aus. Echt wunderbar. Da geht's nicht lang. Ja, genau, rennen ins Auto. Ja, meine ewige Baustelle. Außen dekoriert, innen nicht. Auch mal weitermachen. Wenn ich nicht zu faul wäre. Eins, was mich auch noch ankotzt, ist die Bergabfahrt von
Ding. Wenn mich so hochlaufe, das sieht einfach so geil aus, so episch. Die Abfahrt kotzt mich immer noch an. Die gefällt mir vom Außen nicht. Und das, die Hütte gefällt mir. Alter! Ihr Assi-Park. Ihr Assis. So kriegt ihr halt da einen Abfall einmal hin. Hä, warum habe ich auf immer nur 87? Wo sind meine Gäste hin? Ich will doch ganz über 100. Wir haben so einen Schock bekommen, weil ich so durchgelaufen bin und Gott, der Chef ist da, schnell fort. Nee, wenn gesenkt das auch kaputt wäre, wären mehr Zuggäste. Aber ja, ich könnte mal gucken. Weil die ist irgendwie echt buggy. Wenn ich hingehe, sind nie die... Doch, guck, da ist ein Wagen. Guck, die anderen werden nicht angezeigt. Sind mal voll der Anzeige-Bug. Was ich komisch finde. Warum ausgerechnet bei der immer so ein Anzeige-Bug ist. Whatever, keine Ahnung. Guck, der kommt, geht rein, steigt da vorne ein. Und jetzt taucht er auf. Keine Ahnung. Ist nur bei der. Also wie es aussieht, läuft alles noch wunderbar. Da unten ist noch Baustelle. Bild bei Stinkmatte und komischerweise immer sein Name zensiert. Kann ich verstehen. Egal. Mal schauen, wann er wieder weiterbaut. Er hat Zeit genug. Ich finde es geil. Gehen wir mal wieder zu meinem Gebäude. Das ist auch cool, finde ich. Wenn ich mehr Bilder da oben hinsetzen würde, wird es bestimmt beknackt aussehen. Ah! Wo bleibe ich hängen? Ah! Oh ja. So. Gehen wir wieder aufs Gebäude. So, wir sind stehen geblieben. Dachkante unten. Opa.
Hahaha. Wenn man immer die in Perspektive hat und den Stein nie richtig sieht, zum Kotzen. Bleiben wir schon im Haus hängen. Aha. Der will da nicht hinsetzen. Warum kann ich da nicht hinbauen? Ah, hat wieder gespeichert, die Drecksau. Außerhalb meines Parkes? Hallo? Aber wie scheiße ist das denn? Oh, ärgerlich. Drecksladen. Oh, ich sitze zu weit unten, weil ich es mir zu bequem machen wollte. Also, das heißt, ich kann vorne meine Dachkanne nicht hinbauen. Merkt's euch. Also hat der Thomas nicht gepfuscht. Das Spiel will nichts. Was? Die Angie ist so da? Die ist so früh da? Hallo. So früh schon da? Mit dir los? Hä? Ja, was mit euch los? Aha, und nicht auf den Geburtstag, oder? Geil. Dann seid ihr nach Hause. Okay. Frau ist wieder da, Frau müde. Also weiß ihr Bescheid, ne? Frau müde. Passiert. Ja, die jetzt macht einen fertig, das habe ich gemerkt. Beziehungsweise merke ich schon die ganze Zeit, die ganze Woche. Ihr werdet alt.
Die Mädels werden alt. Ei. Ich baue doch mal ein wunderschönes neues Gebäude. Ja. Aber ich kann ja erst ein paar Tage erstmal nicht ins Merkur rennen. Vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Wenn ich mal in Merkur. Einfach so. Ja, weil heute könnte ich nicht rein, weil ich doch geimpft wurde. Ah ja, die ersten zwei Wochen kann die Gefahr sein, dass ich Corona habe. So. Ja, was ist los, Pascal? Oh, ich bin so wichtig, dass du mich mit zwei O's schreibst. Boah, keine Ahnung. Frag mich was Einfaches. Das ist dir überlassen. Was habe ich jetzt wieder verpasst? Ich weiß, bei mir uns, ich habe Richtung Klärbach geguckt, über den Berg auch noch geblitzt. War Unwetter, aber das ist so elegant. Hat auch nicht gedonnert. Hat ja gestern geschlafen, hat schon gearbeitet. Fenster auf, erlaubt. Ja. Nett heute, Pascal. Tja, so ist es halt, wenn es wieder launisch ist. Hä? Ah. Das. Habt ihr euch wenigstens bei Geburtstagskind entschuldigt? Achso, die hat nur nachgefeiert. Ah. Ah.
Aber du hast was gesagt mit dem Unwetter, jetzt guckt der Pascal nach und sonst so weiter. Der ist so ein Wetterfrosch, der Pascal. Alter, ist Netflix laut. Sitzt einfach frei drauf. Nein. So. Sieht doch gut aus. Das höchste Gebäude in Japan. Das höchste Gebäude in meinem Park ist der Kamin. Ja, so ist es halt mal, ne? Oh, mein Bier. Weiß, was Bier muss ich ja trinken, wenn es kühl ist, nicht warm. Bäh. So, jetzt die Frage, wie mache ich das mit den Fenster? Das ist jetzt die Frage. Weil die Originalfenster sehen einfach hässlich aus. Nehmen wir am besten eine Form. Frage ist, sieht man die Form oder nicht? Ist scheiße. Okay, war scheiße. Also macht es Sinn. Das Einzige, was mir einfallen würde, alles klar, Pascal, kein Problem.
Wie mache ich das? Ah! Vielleicht geht das. Hammer? Wo bist du? Nee. Ah, so hätte ich es machen müssen. Beide wieder anschauen. Oben sind 4 Fenster, unten sind 5 Fenster. Hallo. Was geht denn jetzt auf? Hallo? Nein! Weg mit dir! Nein! Ah, verdammt! Ja, so kann man es machen. Jo, alles klar. Geil. Ich mache noch die Fenster rein und dann ist auch Apfelstreich, würde ich mir behaupten. Oh, zu weit unten.
Scheiße. War mein Fehler. Ja, klar. Ja, klar. Ja, alles klar, Pascal. Bis morgen. Dann noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Ja. Nein, ich gehe mal hoch, sehe ich besser.
Ah, Mann. Nee, auch scheiße. Aber doch so. So. Ah, tun wir mal speichern kurz. Ah, Alter, das ist uns. Ah, das ist ist doch alles. Da meinst du doch, weil es so flackert. Gehen wir erstmal auf einen anderen Server, dass da endlich mal Leute kommen. Der tote Hose hier. So. Alter, ist mir warm. Ja, wollte ich sagen. Da sind ein paar Spieler wieder drauf. Bin jetzt auf dem Leere. So, jetzt kommt's. So, ich bin wieder am Ende der Landkarte, das finde ich immer so genial. Wow. Wow. Gut, jeder fängt mal klein an. Ja. Klar fängt jeder mal klein an. Aber kann man leben. Wie das alles aufbaut. Habe ich jetzt ungefähr 3,5 Stunden dieses Gebäude gebraucht.
Ah ja, so ist es halt. So ist es halt. Muss da oben eine Dachschräge an der Dachgiebel noch was bauen? Einfach mal schauen, was man so noch bauen kann. Ah ja. Dün, dün, dün. Vielleicht hat er geladen und auf. Jetzt kommt es. Daumen. Ah, fertig. Muss ich noch überlegen, wie ich das da oben mache. Muss ich noch überlegen. Nee, halt. Glaube ich, macht Schicht im Schacht. Haben wir doch schön gebaut hier. Oh, das sieht am besten eigentlich noch gar nicht so schlecht aus. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Kann doch so lassen. Ja. Entschuldigung, das gehen. Was bin ich? Aber finde ich. Ja, ich auch. Ist aber blöd, dass es über den Grundstück ist. Wenn ich diese kann da nicht hinmachen. Sehr doof. Jo, gut Nacht, Sushi. Danke, dass du da warst. Aber ich sag auch, ich mach Schicht im Schacht. War ja schön heute. Bin ruhig. Bin gebaut. Der neue Eingang für die neue Fahrgeschäft. Fahrgeschäft. Achterbahn, Attraktion.
Damit mein Japan immer langsam. Oh. Genau. Also, sag ich mal, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Danke für den Follow, Vivi, Vicky. Und noch einen schönen Sonntag, du hast dann das Abend für euch. Sonntagmorgen. Also, ciao.